vollbringen könntet, ganz gleich was, was würdet ihr tun? Ganz einfach. Normal sein. Keine Magie, einfach nur normal. Einfach nur normal. Ihr würdet nicht über Feders fliegen oder einen Kuchen von der Größe von Kirkwall essen? Eine Elfin der Dale? Euch einen kleinen Griffin als Andara Natishan, Schwester. Taffy, hierher, Mädchen. Na, du Wanderrat. Feda, Vereldener, ich möchte mit euch sprechen. Ich habe vernommen, ihr hättet mit gewissen Elementen in der Stadt zu tun. Ihr erledigt Dinge unter der Hand. Ist das richtig? So kann man es auch sagen. Ich bin ein Magistrat in dieser Stadt und möchte euch als solcher für eine kleine, aber dennoch wichtige Aufgabe gewinnen. Ein Mann, den ich zu lebenslanger Haft verurteilt habe, ist entflohen. Seine Spur führt zu einer verlassenen Ruine außerhalb der Stadt. Ihr sollt den Flüchtigen in Gewahrsam nehmen und der Wache überstellen. Wir sind beide intelligente Leute. Da ist etwas in den Ruinen, nicht wahr? Da ist noch etwas, ja. Es gibt Kreaturen in den Ruinen. Die entsandte Wache ist für den Kampf gegen solche Bestien nicht genug ausgerüstet. Ich übernehme die Aufgabe. Bringt mir den Flüchtigen lebend, rasch und ohne Aufsehen. Ihr erhaltet dafür eine gute Bezahlung sowie die Dankbarkeit eines Magistrats der Stadt. Nützlich für einen Flüchtling, meint ihr nicht? Ja, kann man so nennen. Da gibt's nichts. Auch wenn das Land unter Tausenden von Fehltritten leidet, entgeht dem Erbauer nicht die geringste Tat. Sehr gläubig hier, die Leute. Da so rum. Ja, das heißt, wir brauchen nur noch 20. Das ging ja, finde ich, eigentlich recht schnell. Mit dem Paar. Sprechen wir mal eben mit Hubert. Ich hörte, ihr habt Probleme mit der Knochengrube. Ich könnte behilflich sein. Na, endlich kommt jemand, um mir zu helfen. Ihr seht zwar etwas unerfahren aus, aber ich hoffe mal, dass ihr das hinkriegt. Ich musste den Betrieb einstellen. Meine Arbeiter sind in der Mine verschollen oder weggelaufen. Geschieht mir recht. Hätte ich bloß keine Flüchtlinge aus Ferelden genommen. Ich habe schon Leute losgeschickt, aber nichts mehr gehört. Vielleicht betrügen sie mich. Ich brauche jemanden, der fähig ist und herausfindet, was vor sich geht. Ich gehe in Kürze dorthin. Je früher, desto besser. Jeder Tag, an dem die Mine nicht in Betrieb ist, kostet mich mehr, als die Arbeiter in einem Jahr verdienen. Die Knochengrube liegt direkt vor der Stadt. Sie ist auf jeder Karte verzeichnet. Das ist doch interessant. Mehr als alle Arbeiter in einem Jahr? Alter Mann, verdient der Geld. Entweder verdient der verdammt viel oder die Arbeiter halt gar nichts. Gehen wir mal in die Unterstadt und dann gucken wir mal, wo es da noch... Was gibt es hier so in der Nacht? Ach, genau, die Dings ist ja in der Nacht. So. Es mangelt nie an Schwachköpfen, die denken, sie könnten die Straßen übernehmen, sobald es dunkel wird. Aber es gibt eine hübsche Belohnung für ihre Beseitigung. So kann man es auch sehen, ne? Macht euch bereit! Ich hab hier einen hübschen kleinen Zauber. Und 3, 2, 1, Feuerball. Wirklich, die zwei dreht sich dahin, ich greife den an. Was denkst du dir eigentlich? Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Na, ist er bald auch tot. Was fies! Das war wundervoll! Achso, der hätte auch nicht tot, der ist auch gleich was zu haben. Schwachköpfe auszuschalten macht sich immer bezahlt. Vor allem, wenn es sich dabei um Schläge handelt, die die Straßen tyrannisieren, nur weil es dunkel ist. Yep, da stimme ich dir mal zu. Ich überlege gerade, wo wir lang gehen. Hier soll immer nur irgendwo was sein. Müssen wir wohl suchen. Naja, gut. Schauen wir doch mal. Nee, aber da ist eine Kiste.
Können noch ein bisschen Geld. Samson? Habt ihr Staub? Zwergenstaub? Mir tut schon alles weh. Hier soll die Patrouille sein? Gut, gut. Sind alle bereit? Wir werden gleich angegriffen. Feuerball. Ich höre. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein paar Fähigkeiten bei ihr. Größe. Nehmen wir noch einen Feuersturm. Wir brauchen hier auf jeden Fall mehr davon. Benötigt Stufe 7, okay, da müssen wir noch ein bisschen leveln. Können wir allerdings noch schön ändern, indem wir jetzt einfach diesen Helm hier anziehen. Gott, die Figur ist voll pixelig, jetzt mal im Ernst. Noch mehr von denen. Genug von dir. Das ist so früh schon Feuerring. Das ist so krank. Es gibt halt diesen Feuersturm dadurch nicht mehr, aber das ist vollkommen egal. Ne, beide mal geht uns nicht um, jetzt hat er sich um. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut gerissen hier. So. Irgendwas mit Mabari war da auch gerade noch. Cool. Ob es hier noch ein Mabari geben wird? Das werden wir mal sehen. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal den Frostkegel. Einfach damit wir so beide schon mal haben. Definitiv Konstitution aus Skillen. Und ansonsten gibst du mir hier mal wieder um. Früher oder später. Das muss ja auch nicht sein. Hauptquest Expedition. Deine Sinne gesund. Sprechen wir gerade mit Varric. Gefährten. Gut, wir sollen hier noch gar nicht hin. Ist natürlich auch sehr praktisch. Ist das euer Haus? Es liegt gar nicht so weit von meinem entfernt. Wir sind also Nachbarn. Abgesehen davon, dass sich unsere Nachbarschaften ein wenig unterscheiden, natürlich. Ah, das Wappenrock, der Mal ist doch schon... Also von uns ist doch gar nicht mal so schlecht. Nein, das war nicht die Quest, die ich wollte. Ich wollte nämlich... Das sind diese anderen Quests. Das ist die Knochenrube. Das ist der gehängte Mann. Da ist die Sohn. Oder so, wie es sein soll. Schauen wir doch mal. Vielleicht haben wir ja irgendwo bestimmt was... Irgendwas übersehen. Nachts mit Evelyn. Es wäre gut, sie zu beseitigen. Nachts mit Evelyn. Jemand hat eine Nachricht für euch gebracht. Liegt auf dem Schreibtisch. Lose Enten. Okay. Er hat natürlich sein Bestes getan und versucht, sie vor uns zu lesen. Was? Ich dachte, es wäre vielleicht... Ja, genau. Was Gefährliches. So, mit Evelyn können wir die Quest aber jetzt nun wirklich mal starten. Ah, das hätte ich vielleicht mal vorher lesen sollen, aber ja, das passiert halt mal. Vergessen die Stunde, er droht... Warum spielen diese Banden nachts immer so verrückt? Irgendjemand sollte etwas gegen sie unternehmen. Tun wir. Bitte? Evelyn. Attribute. Bisschen Willenskraft. Schlachtmeister. Zweite Lunge. Erstmal hier alles Mögliche durchscannen. Keine Zeit verschwenden, Hawk. Gardis Donnick ist hier irgendwo. Und dem geht's wahrscheinlich nicht so cool. Schon klar. Gießereiviertel. Wo ist es denn da?
Ach, hier war ich doch eben auch schon. Der Hinterhalt muss ganz in der Nähe sein. Hi. Feuerball! Und das Eis ist voll cool. So in diesem Halbkreis. Ja. Hi, Donnick. F? Evelyn? Ihr seid ein wundervoller Anblick. Gardist? Na los, komm, küsst euch. Ich war auf Patrouille und sie sind aus dem Nichts aufgetaucht. Ein paar von ihnen konnte ich ausschalten, aber es waren einfach zu viele auf einmal. Dabei hatte der Hauptmann gesagt, auf dieser Route sei es ruhig. Das Siegel des Vicomte. Das hier sind amtliche Unterlagen, Dokumente der Stadt. Für eine Diebesgilde wären sie von unschätzbarem Wert. Eine Lieferung, für die einer der unseren geopfert wird. Hauptmann Jevon wird sich dafür verantworten müssen. Er verkauft seine eigenen Leute? Der Mann sollte nicht Hauptmann der Wache sein, sondern eine Regierungsposition bekleiden. Nicht jetzt, Hawk. Jevon muss erfahren, was Recht und Gerechtigkeit bedeuten. Wir werden diese Angelegenheit der Amtsgewalt des Vicomte übergeben. Sie muss aufgeklärt werden. Ich bin gespannt, wie freundlich der Hauptmann von seinen geschätzten Dieben im Kerker willkommen geheißen wird. Nicht so sehr. Wir gehen einfach mal hier so lang. Da unten. Da begegnen wir nicht noch mehr komischen Leuten, die irgendwas von uns möchten. Sondern wir können ganz gechillt zum Vicomte gehen. Wir können natürlich auch die zwei Quests hier mal eben machen. Ich glaube, das ist sogar besser, wenn wir die zwei eben machen. Ja, ich bin mal gespannt, wie schnell ich hier durchkomme. Angenehmer zu sein als das eines Soldaten. Ach, mein Bruder war Soldat. Es geht nur darum, Land zu erobern und einem König zu dienen, den man noch nie gesehen hat. Wachen hingegen haben eine echte Aufgabe. Ich glaube, Onkel Gamlin kommt häufiger hierher. Ach, wieso, weil sie beide gleich riechen? Lady Elegant. Ah, ja. Na sowas, wenn das nicht Hawk ist. Immer noch die alte Masche, Elegant? Lady Elegant, wenn ich bitten darf. Ich bin jetzt eine verheiratete Frau. Als wir uns das letzte Mal begegnet sind, standet ihr noch in Fenwills Diensten. Ist es euch seitdem gut ergangen? Es könnte besser, aber auch schlechter sein. Dieses Gefühl habe ich auch häufig. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich Fenwill von Zeit zu Zeit mit Tränken versorgt habe. Wenn ihr möchtet, wäre ich bereit, euch dieselbe Gefälligkeit zu erweisen. Mhm. Alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr mich informiert, falls ihr interessante Reagenzien finden solltet. Im Gegenzug wende ich mich für euch an meine Kontakte. Und natürlich benötigt ihr auch die entsprechenden Rezepturen. So wie diese hier. Ich schenke sie euch um der alten Zeiten willen. Das ist doch nett. Wir kriegen immer wieder was geschenkt. Tränke bestellen. Gucken wir doch mal nach. Ambrosia, okay. Ja, cool. Unterstadt. Grüße, jetzt Level up. Ihr seht aus wie ein Mann, der gerne feinsten Stahl aus Antiva in der Hand führt. Ich bringe nur die besten Waren aus dem Norden in die freien Marschen. Eigentlich bin ich mehr an eurem Sohn interessiert. Sohn? Ich hatte dieses Privileg noch nie, Sarah. Meine arme Frau ist zu Hause in Antiva und wir sehen uns wegen meiner Reisen nur selten. Bitte, Sarah. Ich weiß, ihr habt Angst um Fainriel, aber wir wollen ihm nichts Böses. Es ist in dieser Stadt schwer zu sagen, wer wem Böses will, richtig? Bethany? Vielleicht kannst du sein Gewissen beruhigen. Wir sind keine Templer, Sarah. Bessere Freunde für einen jungen, verängstigten Magier werdet ihr nicht finden. Maldition! Ihr seid ein Magier.
Dann seid ihr bestimmt freundlich zu einem Jungen, der sich gegen die Festnahme durch die Templer wehrt. Aber natürlich. Der Junge steckt ganz tief drin. Also habe ich ihn zu dem einzigen Mann geschickt, der Magier nicht verachtet. Einem früheren Templer namens Samson. Hat dieser Samson einen Wohnsitz in Kirkwall? Wohl kaum. Er wird gesucht. Tagsüber ist er untergetaucht. Nachts ist er in der Nähe der Dunkelstadt. Dort findet man ihn am leichtesten. Am leichtesten? Gut, dann wollen wir mal diesen Templer suchen. Interessant, dass er... Wer schickt denn bitte einen Magier zu einem Templer? Wer? Verkaufen wir mal hier so ein bisschen den ganzen Kram, den wir nicht so brauchen. Also so ziemlich alles kann weg. So. Die meisten Ringe bringen ja auch nichts. Das ist aber früher auf jeden Fall so. Schön ist, hier kann man einfach so gucken. Okay, das und das. Wie gut ist es? Was bringt das? Und dann fertig. So, so. Gott schon. Und die Rüstungen steigen, glaube ich, pro Level immer weiter auf. Hier mit diesen Dingern da. Man kann halt keine Ausrüstung tauschen. Ich hoffe, dass sich das auch nochmal wieder ändern. Weil man kann da echt dann... Ja, finde ich besser den Charakter gestalten und so. Ich finde, das ist sich so ziemlich einfach gemacht. Einfach, ja, blub, blub, das, fertig. Tschüss. Ja, ist halt ein bisschen doof. Ich finde das halt schick. So. Da hinten hockt da. Das ist gut, dass wir Evelyn mit haben. Wesley keine Kinder. Verzeiht bitte, falls das eine zu persönliche Frage ist. Ist schon gut. Ich war Soldatin und er ein Templer. Wir wussten, dass unser Privatleben hintanstehen musste. Die Entfernung war nicht das Problem, aber wir hatten keine Zeit mehr. Das war der Grund. Habt ihr jetzt, wo er weg ist, je den Wunsch? Das ist zu persönlich. Also, es ist so. Wir müssen eine Möglichkeit finden, in die tiefen Wege zu kommen. Bartran kann uns an den richtigen Ort führen, aber wir brauchen einen geeigneten Zugang. Ein Zugang ist so gut wie der andere, oder? Außer natürlich, er wird von einem Drachen bewacht, nehme ich an. Wir brauchen einen Zugang, der nah an unserem Ziel liegt, aber noch nicht geplündert wurde oder voller dunkler Brut ist. Glücklicherweise habe ich ein paar neue Informationen erhalten. In der Stadt hält sich ein grauer Wächter auf. Wenn irgendjemand weiß, wie wir dort runterkommen, dann er. Wir wollen aber keinen Ärger mit den grauen Wächtern, oder? Wir sollten uns vielleicht zuvor unsere Optionen ansehen. Ich möchte nur ungern gegen einen Wächter kämpfen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also, dieser graue Wächter ist vermutlich vor nicht allzu langer Zeit mit einigen anderen Flüchtlingen aus Ferelden eingetroffen. Eine Frau aus der Unterstadt namens Lirene hat den Ferelden geholfen. Vielleicht kann sie uns ja sagen, wo er ist. Ich werde mich weiter bei meinen Kontakten umhören. Vielleicht kann ich ja noch mehr Arbeit auftreiben. Ein grauer Wächter. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, welcher graue Wächter das sein soll. Welcher graue Wächter? Ein betrunkener Gast. So. Hier kann man halt zur Not auch noch wechseln, wenn man so bestimmte Leute mal sucht. In der Unterstadt Besänftigung, Oberstadt lose Enden. Ja, machen wir mal hier in der Oberstadt eben das eine Ding. Und dann können wir direkt zum Vietcong weiterlaufen. Zum Vietcong. Ihr müsst die... So, Karte sagt da hinten hin, da geht's zum Vietcong. Ja, wir Hawks sehr mögen. Warum sagt ihr das? Ihr seid den ganzen Weg von Lothering bis hierher mit ihnen gegangen, oder? Und dabei ja, gehören sie nicht mal zu eurem Clan. Menschen haben keine Clans, Meryl. Genau. Ihr seid so weit gekommen und hattet nicht einmal eine Hüterin, die dafür gesorgt hat, dass ihr nicht streitet. Eure Hüterin sagt euch also, dass ihr aufhören sollt zu zanken, sonst lässt sie den Aravel wenden? Manchmal ermahnt sie uns auch, einander nicht an den Haaren zu ziehen. Okay. Hoppla. Ich habe gerade einen Sovereign verloren. Hätte nicht gedacht, dass ihr euch nochmal herablasst, uns zu besuchen. Das wäre auch besser gewesen. Oder seid ihr doch nicht zu stolz, etwas Geld zu verdienen?
Stolz ist üblicherweise nicht der Grund, falls ich scheitere. Seit ihr davongestürmt seid, haben wir niemanden mehr mit euren Talenten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe einige Männer zu den Docks geschickt, um etwas Fracht zu veräußern. Sie sind aber nicht zurückgekommen. Ich zahle gutes Silber, wenn jemand sie oder die Ware unbeschadet herbringt. Wir sind im Geschäft. Gut. Geht heute Nacht zu den Docks. Price sollte dort unsere Käufer von der Charta